Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und wir haben für euch heute unsere Top 5 Kinderspiele vorbereitet. Jetzt kann man sich fragen, was haben wir überhaupt mit Kinderspielen am Hut, da wir alle in der Regel keine Kinderspiele spielen. Aber ich glaube, wir haben uns trotzdem Gedanken gemacht oder versucht, Gedanken darüber zu machen, was für uns gute Kinderspiele auszeichnen. Ich glaube, ich fange einfach an, dann frage ich euch beide so, dass euch auch mal zu Wort kommen. Ich glaube, ein gutes Kinderspiel für mich zeichnet vor allen Dingen aus, dass es wenig Strategie beinhaltet. Das heißt, es darf nicht sehr komplex sein, es muss sehr, sehr leicht zugänglich sein. Deswegen ist in der Regel auch das Thema sehr wichtig. Das heißt, das Thema muss interessant gestaltet sein, es muss bunt sein, am besten sind wahrscheinlich auch Tiere, die sehr ansprechend sind. Ich glaube, was ich auch ganz, ganz wichtig bei Kinderspielen finde, ist, es gibt einen Haufen Kinderspiele, die versuchen, auf Biegen und Brechen etwas den Kindern zu lernen. Also so Lernspiele. Und die sind in der Regel extrem schlecht designt. Und ich glaube, das macht den wenigsten Kindern, oder ich könnte mir nicht vorstellen, dass es mir als Kind Spaß gemacht hätte, solche Spiele zu spielen. Ich finde hingegen solche Spiele, die während dem Spiel noch etwas anderes mit beibringen, aber halt sehr, sehr subtil und nicht wirklich auf Biegen und Brechen, das sind sehr, sehr gute Spiele teilweise. Wie habt ihr eure Kinderspiele ausgewählt? Ja, eigentlich nach den ähnlichen Kriterien. Ich finde es halt gut, wenn so ein Kinderspiel nicht jetzt so irgendwie Hard Facts versucht, auf Biegen und Brechen zu vermitteln, sondern auch einfach vielleicht so ein bisschen Soft Skills, wie man so schön neudeutsch sagt, zu fördern. Einfach dadurch, dass es die Kinder anspricht und vielleicht natürlich nicht zu strategisch tief ist, aber trotzdem so erste Ansätze von Überlegen zulässt, was mache ich jetzt in meinem Zug. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich auch in ähnliche Kriterien gehalten. Ich habe mich jetzt wenig an irgendwelche Ziffern orientiert, die auf der Verpackung drauf standen, weil man in dem Entwicklungsalter, also ich habe erst gesagt, so okay, gehe ich so auf 8 Jahre oder darunter, aber in dem Entwicklungsalter kann man eh nicht immer jedes Kind miteinander vergleichen. Das heißt, eine genaue Jahreszahl festzulegen, ist da allgemein sehr schwer, finde ich. Ich sehe es ansonsten genauso wie ihr. Spiele ganz allgemein vermitteln ohnehin schon sehr viele Fähigkeiten, bin ich der Meinung. Also besonders, wenn es gute Spiele sind. Und wenn das Spiel dann noch zusätzlich irgendeine weitere Fähigkeit vermittelt, sei es zum Beispiel irgendeine Rechenkompetenz, die jetzt aber versteckt ist im Spiel und nicht einfach nur heißt, okay, berechne jetzt 3 plus 4, um ein Feld weiterzuziehen. Ich kenne kein Spiel, was das macht, Gott sei Dank. Das wäre kein gutes Spiel in meinen Augen. Gibt solche Spiele? Ich denke ganz allgemein, dass es heutzutage wirklich eine riesengroße Auswahl an guten Kinderspielen gibt. Die gesamte Haber-Reihe produziert eigentlich durchgängig gute Spiele. Ich hab im Internet eine Webseite gefunden, die so Top 10 gute Kinderspiele hat. Auf Platz 10 war Schach. Warum würdest du sagen, Schach passt auf eine Kinderspielliste? Ich weiß es nicht. Ist es auch nicht eingefallen. Es erfordert keine Sprachkompetenz. Man hat vielleicht lustige Figuren, die man hin und her schubst, aber ich glaube, das... Nein. Warum? Ich sehe es auch nicht. Ich hab viele Listen angeschaut und die meisten Listen sind halt einfach bloß Spieleklassiker. Und ich glaube, Spieleklassiker sind bei weitem keine geeigneten Kinderspiele. Zumindest nicht alle. Ich meine, vielleicht Mühle noch. Mühle ist, glaube ich, einer dieser Klassiker, die man auch mit Kindern gut spielen kann. Aber ich glaube, die modernen Kinderspiele sind einfach alle grundweg besser als Spieleklassiker. Das stimmt. Ganz allgemein. Viele alte Kinderspiele waren tatsächlich diese Roll-and-Move-Spiele oder die Spin-and-Move-Spiele. Und ich meine, allein da hat sich einfach viel getan. Also es gibt auch im Kinderspielbereich heute längst nicht mehr so viele Roll-and-Move-Spiele wie früher. Okay, damit schauen wir uns einfach an, was wir auf den Plätzen 5 bis 1 haben. Kommen wir damit zu Platz 5. Und auf Platz 5 habe ich ein Spiel, das ich inzwischen nicht mehr besitze oder ich es nicht bei mir daheim gefunden habe. Das Spiel ist tatsächlich einer der Kinderspielklassiker, den ich immer noch empfehlen kann. Wer ist es? Den meisten wahrscheinlich ein Begriff. Bei Wer ist es spielen 2 Personen gegeneinander. Man hat ein Brett oder wie sagt man dazu, ein Gestell, wo mehrere Gesichter oder Personen auf so Aufklappteilen sind.
Jeder der beiden Spieler hat das vor sich und ihr zieht eine Karte und müsst dann, also jeder von den Spielern zieht eine Karte und man muss dann erraten, welche Person der andere auf seiner Karte hat. Und stellt dann Fragen wie zum Beispiel, hat meine Person einen Bart, hat meine Person einen Hut, trägt sie eine Brille, was weiß ich was. Und durch Ausschließen und dann darf man eben diese kleinen Aufsteller umklappen, fängt man dann an auszuschließen, welche Person wohl sein kann, die man gegenüber auf seiner Karte hat. Ich glaube, es ist trotz seines Alters immer noch ein sehr, sehr gutes Kinderspiel, denn es vermittelt einfache Deduktionsfähigkeiten auf einem sehr niederschwelligen Level. Es ist sehr einfach und es macht trotzdem viel Spaß, vor allen Dingen, wenn man dann, es gibt ja unzählige Varianten von wer ist es, je nachdem, was die Kinder für Vorlieben haben. Ich habe in meiner Kindheit immer dieses Wer ist es gespielt, wo man versucht hat, den Verbrecher zu identifizieren. Wieso wundert es mich jetzt nicht, dass du ein Deduktionsspiel auf deiner Liste hast? Was? Das ist meine erste Werwolf-Erfahrung sozusagen, oder? Darüber habe ich so noch nie nachgedacht. Wahrscheinlich ist das alles in die Wiege gelegt worden. Ne? Aber ich glaube, das ist ein sehr einfach zugängliches Spiel und es macht trotzdem noch viel Spaß. Und vor allen Dingen das Umklappen von den Gesichtern, das ist toll. Ich mache weiter. Auf meinem Platz 5 ist My First Carcassonne oder im Deutschen Die Kinder von Carcassonne. Wie der Titel schon sagt, das ist die Kindervariante vom Plättchenlegespiel Carcassonne. Deutlich simpler. Es sind vier Farben von Figuren. Es gibt den roten, den blauen, den gelben und den grünen Spieler. Auf dem Plättchen sind bereits einzelne Kinder immer abgebildet, die auf den Straßen laufen und man versucht, Straßen zum Abschluss zu bringen. Das heißt, die Idee von Carcassonne, die Grundidee, dass man Straßen verbindet, dass man die Teilchen so anlegt, dass sie passen, wird aufgegriffen. Es ist ein sehr kurzweiliges Spiel und was ich an dem Spiel auch sehr gut finde, ist, man hat nicht nur darauf geachtet zu sagen, okay, ich mache den Mechanismus von Carcassonne simpler, sondern man hat wirklich darauf gedacht, das soll ein Kinderspiel sein, heißt die Plättchen sind deutlich größer als in Carcassonne und sind auch deutlich dicker und stabiler als in Carcassonne, was sie aber auch im Originalspiel ohnehin schon sind, aber hier nochmal verbessert. Finde ich eine gute Wahl und meins schließt sich da eigentlich fast nahtlos an, weil ich habe die Kinderversion von Die Siedler von Catan. Hier heißt es jetzt auch ebenfalls Die Kinder von Catan. Und es setzt die Idee von Siedler von Catan ganz einfach um in einem ganz einfachen, simplen Würfelspiel, was jetzt eher, finde ich, für kleinere Kinder, so ab 4 sogar schon geeignet ist. Und es geht einfach darum, Ressourcen zu erwürfeln. Und mit den Ressourcen kann man dann Gebäude bauen. Das Tolle an dem Spiel ist, dass das Material zum einen, also es gibt Gebäude, das sind aus Holz wirklich schön gestaltet, die Ressourcen sind Holzteile und es gibt sozusagen einen Drehmechanismus, der entscheidet, welche Ressourcen man bekommt. Es ist rein glücksbasiert und die Gebäude kosten auch alles das Gleiche, aber ich finde trotzdem gerade für so ganz junge Kinder, es zeigt halt so mal, wie so eine Kette funktioniert. Du hast erst Ressourcen und dafür kannst du dann ein Gebäude bauen. Auf ganz einfach und ganz simpel. Das heißt, das ist der Einstieg in die Brettspielwelt. Genau. Die Kinder so ein bisschen anzufixen, dann so, schau mal, dann gibt es noch die komplexeren Spiele, wo ihr viel mehr Ressourcen habt. Das war jetzt auch das, was ich vorher meinte. Die sind beide ab 4 Jahre meines Wissens angegeben, aber die Kinder von Catan ist schon deutlich simpler noch und für jüngere Kinder, zumindest vom Entwicklungsstand her, als My First Carcassonne. Also, ich meine, das, was an den Kindern von Catan sehr positiv ist, dass es wesentlich kürzer dauert als die Siedler von Catan. Das stimmt. Das ist in einer Viertelstunde gespielt. Also so lange sollten auch die kleinen Kinder, denke ich, Ruhe geben können. Oder zumindest interessiert sein, ich glaube. Ja. Interessiert. So, spiel das jetzt, damit du Ruhe ist. Auf meinem Platz 4 kommt jetzt ein Vertreter der Haber-Spiele. Das einzige Haber-Spiel, das bei mir jetzt auf die Liste gekommen ist, obwohl es wirklich unzählige gute gibt. Und zwar ist es das Spiel Bärenstark. Bärenstark ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem die Spieler einen Kreis aus einzelnen Plättchen auslegen und auf diesem Kreis bewegt sich ein Bär fort. Das ist so ein Holzbär, der seine Hände nach oben hält und auf diesen Bär drauf wird ein Plättchen gelegt, was sozusagen ein Holzbrett symbolisiert. Und ich versuche immer, diesen Bär weiter zu bewegen und muss gleichzeitig aber immer weitere Honigfässer auf seiner Ablage stapeln und dadurch weiter bewegen. Das heißt, es ist ein Geschicklichkeitsspiel,
was aber nicht nur erstens das Stapeln von einzelnen Gegenständen erfordert, sondern dann auch noch eine ruhige Hand beim Weiterbewegen. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz schönes Spiel für so eine Auge-Hand-Koordination. Wie kann ich was stapeln, dass es nicht nur hält, sondern dass ich es auch danach bewegen kann? Das finde ich bei dem Spiel sehr schön gelungen. Das ist ein lustiges Spiel, weil du vorher gemeint hast, wir spielen eher selten Kinderspiele. Gerade bei Geschicklichkeitsspielen bin ich der Meinung, die kann man auch ohne Probleme spielen, wenn man schon im zweistelligen Altersbereich ist. Ja, Geschicklichkeitsspiele. Ja, die meisten von uns zumindest. Ja, da schließt sich Max' Vorschlag eigentlich gleich an, oder? Achso, okay, dann mache ich. Ich habe Click, Clack, Lumberjack. Okay, das ist auch ein Geschicklichkeitsspiel, ich gebe es zu. Ich habe es deswegen mit auf die Liste genommen, weil ursprünglich wollte ich Jenga mit drauf nehmen. Jenga ist, glaube ich, ein tolles Spiel, aber ich glaube, für Kinder ist Click, Clack, Lumberjack wesentlich besser geeignet, denn es ist thematisch ansprechend. Also ihr habt in der Mitte, baut ihr einen Baum auf, der hat Innenteile und an diese Innenteile sind der Rindner Teile befestigt und ihr versucht mit einem Beil die verschiedenen Baumscheiben so zu verschieben, dass möglichst viele Rindenteile darunter fallen, aber nicht die Innenteile, denn die Innenteile bringen Minuspunkte, während die Rindenteile Pluspunkte bringen. Und ich glaube, es ist deswegen sehr gut geeignet, weil es auch als Geschicklichkeitsspiel so ein bisschen Koordinationsfähigkeit, die Möglichkeit, also auch einzuschätzen, wie viel Kraft man verwenden muss, was besonders auch für Erwachsene manchmal schwierig ist, sehr fördert. Es ist, glaube ich, auch thematisch sehr gut umgesetzt. Das ist ganz interessant. Man hat hier auch auf der Schachtel vorne diesen Holzfäller. Das heißt, man ist richtig in dieser Welt mit drin, in der man versucht, diesen Baum zu fällen. Nicht den Baum zu fällen, aber die Rinde zu fällen. Ist vielleicht nicht ganz thematisch korrekt, aber es ist trotzdem ansprechend und gut gemacht. Und ich glaube, es ist deswegen wesentlich besser geeignet als das sehr abstrakte Jenga. Würde ich dir zustimmen. Ich habe auf meinem Platz 4 auch ein Spiel, was wieder vor allem durch das Material und das tolle Thema punkten kann. Und zwar ist es Los Mumfos. Und wie ihr vielleicht schon an der witzigen Schachtel seht, es geht dabei um Esel. Und Esel fressen gerne Hafer. Aber wenn Esel viel fressen, müssen sie natürlich auch mal aufs Töpfchen, klar. Und darum geht es im Endeffekt. Man hat kleine Holzesel und durch einen Zufallsmechanismus, durch Karten, wird entschieden, welche Hafersteine, die haben unterschiedliche Farben, man dem Esel füttert. Das funktioniert, dass die haben kleine Öffnungen, da schmeißt man dann den Hafer sozusagen ins Maul. Und dann gibt es auch Karten, die sozusagen sagen, dass der Esel auf ein Häufchen machen muss. Wenn das aufgedeckt wird, muss jeder Spieler, stellt bei sich bei einer Drehscheibe ein, was er schätzt, von welcher Farbe am meisten Hafer drin ist. Und dann kann man das Schwänzchen von diesem Esel heben und dann kommen alle Hafertaler hinten wieder raus. Und dann werden entsprechend, wie die Leute eben geschätzt haben, die Hafer gerecht verteilt. Also das finde ich wirklich sehr schön umgesetzt und diese Esel sind wirklich super witzig. Es hat ein tolles Material, es ist aus stabilem Holz und es fördert halt schon so ein bisschen dieses, man muss sich halt merken sozusagen, welche Hafertaler schon in welchem Esel stecken. Also es fördert schon so ein bisschen so das strategische Denken und ist aber dabei trotzdem super, super witzig. Ich finde es ein sehr, sehr lustiges Spiel und muss sagen, besonders mit drei Spielern aufwärts, gewinnt es noch so viel mehr dazu, weil dann wirklich dieses strategische Denken noch dazu kommt, weil manchmal biete ich lieber auf die zweithäufigste Haferfarbe, wenn ich die dafür vollständig bekomme, anstatt dass ich mich sozusagen mit allen um die ersthäufigste Haferfarbe streite. Genau, also wenn zwei natürlich auf die gleiche Farbe bieten, dann schätzen, dann wird die natürlich aufgeteilt. Deswegen kann natürlich die Zweitmeiste dann mal mehr sein. Bei meinem Platz 3 geht es wieder um Tiere und zwar haben wir diesmal ein Schildkrötenrennen. So heißt auch das Spiel tatsächlich. Es ist für Kinder ab 5 Jahren und es geht darum, das ist ein Rennen über 10 Felder und wer als erstes ins Ziel kommt, gewinnt. Das Besondere ist, es gibt Schildkröten verschiedener Farben und am Anfang wird zufällig bestimmt, welches Kind welche Farbe ist. Dadurch, dass verdeckt Karten ausgeteilt werden und es wird auch nicht offenbart. Das heißt, niemand weiß, welche Farbe jetzt meine Mitspieler haben. Und dann gibt es noch Karten, mit denen man sozusagen die Schildkröten fortbewegen kann. Man kann die dann entweder ein oder zwei Felder fortbewegen oder es gibt auch Karten, mit denen man sie ein Feld zurückbewegen kann.
wo das Spiel, finde ich, punkten kann, sind vor allen Dingen die schöne Umsetzung, die schönen Illustrationen. Und ich finde, es bietet wirklich für so ein simples Spiel eine ganz gute Kombi aus Bluff und Taktik, weil man ja auch nicht sofort nur seine Schildkröte 2 immer vorgehen lassen will, weil natürlich dann die anderen sofort wissen, das ist deine. Also ich finde es sogar auch für Erwachsene durchaus interessant und auch gut geeignet für eine Familie mit Kindern. Auf jeden Fall. Und hat auch so ein bisschen was vom Vorgänger von Camel Up mit diesem, dass sozusagen die Schildkröten sich stapeln und wenn sich die untere bewegt, bewegen sich alle mit und damit kann man echt gut taktieren sogar, also auch als Erwachsene. Kommen wir vom Schildkröten zur Erdennen zu Robot Turtles. Robot Turtles ist ein Kickstarter-Projekt oder war ein Kickstarter-Projekt. Man findet auch eine ganze Internetseite dazu. Dieses Spiel geht darum, also wenn man dieses Spiel herunterbrechen möchte, dann geht es eigentlich darum, Kindern grundlegende Programmierkenntnisse beizubringen. Dahingehend, jedes Kind hat seine eigene Schildkröte und muss diese Schildkröte durch ein Labyrinth hindurch bewegen. Und das macht es dadurch, dass es Bewegungssequenzen oder Schusssequenzen legt, die dann diese Schildkröte nacheinander abhandelt. Das heißt, so das grundlegende Verständnis dessen, wie gebe ich systematische Ritte an, also einen Algorithmus, mit dem sich meine Figur übers Spielbrett bewegt. Das ist so gut umgesetzt, dass es für Kinder absolut problemlos ist, zu verstehen und dieses Spiel zu spielen. Und insofern ist das ein Paradebeispiel für mich aus der Kategorie der Spiele, die ein sehr ausgereifte Idee haben, was man Kindern beibringen möchte und das auf sehr, sehr spielerisch und damit sehr gute Art und Weise umsetzen. Ich bin ein großer Fan davon auch, muss ich sagen, aber für den erwachsenen Spieler ist es halt dann eher weniger noch. Also, wenn ich erstmal das Kindheitsalter hinter mir habe, ist dann wenig Spiel noch da. Aber fürs Kindheitsalter, so als Einstieg für Roborally oder ähnliches, ja. Perfekt. Jetzt verstehe ich, warum dir das Spiel so gut ist. Ja. Ich habe trotzdem ein anderes Spiel auf meinem Platz 3, und zwar die drei kleinen Schweinchen, The Three Little Pigs. Ist meines Wissens bloß im Englischen erschienen, ist aber sprachneutral, wenn erstmal ein Erwachsener den Kindern dann die Anleitung erklärt. Worum geht's? Ja, thematisch am Märchen orientiert. Also es gibt halt drei Schweinchen, oder besser gesagt, es gibt Schweinchen ganz allgemein. Die bauen sich Häuser aus Stroh, Holz und Stein. Und es gibt auch einen bösen Wolf und der pustet immer wieder diese Häuser um. Und das Strohhaus ist natürlich einfacher umzupusten als das Steinhaus. Das Ganze ist ein Yahtzee-Mechanismus, ein sehr simpler Yahtzee-Mechanismus. Ich habe Würfel und je nachdem, wie viele Symbole ich würfle, auf den Würfel ist der Wolfkopf drauf, aber auch das Dachsymbol, das Fenstersymbol und das Türsymbol. Und wenn ich zum Beispiel 3 Dächersymbole würfle, dann kann ich mir ein Holzdach holen. Bei 4 Dächersymbolen kann ich mir ein Steindach holen. Bei 2 gibt es bloß das Strohdach. Ich versuche im Laufe des Spiels mir einfach Häuser aufzubauen und wenn zu viele Wolfsköpfe kommen, dann gibt es so ein Drehrad, was man von alten Spin-and-Move-Spielen kennt. Und das wird gedreht, und zwar indem man drauf pustet als Wolf, und wo dann der Zeiger landet, diese Materialart wird bei einem Haus umgepustet. Es gibt natürlich deutlich häufiger, dass sozusagen Stroh umgepustet wird. Es ist seltener, dass dann Holz und noch seltener, dass Stein umgepustet wird. Es ist ein sehr lustiges Spiel, tatsächlich, was ich auch Erwachsenen empfehlen würde. Man könnte es fast so als Einstieg in King of Tokyo bezeichnen, weil mit dem Wolf hat man so ein bisschen dieses Angriffselement. Mhm. Es ist ein sehr tolles Spiel, es hat wunderschöne rosa Würfel. mir gefällt es sehr schön. Die Verpackung ist wunderbar, als ob es so ein Buch wirklich wäre. Und ja, begeistert mich. Auf meinem Platz 2 ist das Spiel Aber bitte mit Sahne. Und dieses Spiel habe ich gewählt, weil ich der Meinung bin, dass es schon sehr viel mehr vermittelt als nur den spielerischen Umgang mit Mitspielern, sondern tatsächlich ein bisschen Mathematik und wie teile ich etwas auf. Es geht bei dem Spiel darum, dass man versucht, Kuchenstücke zu ergattern. Und dazu wird jede Runde ein Kuchen ausgelegt. Der besteht immer aus 11 Stück. Also aus 11 Kuchenstücken unterschiedlichster Sorten. Das heißt, das sind Schokoladenkuchenstücke dabei, Erdbeerstücke und so weiter und so fort. Und ein Spieler muss diesen Kuchen aufteilen. Das heißt, er muss ihn sozusagen in einzelne Abteile unterteilen, und zwar entsprechend der Spielerzahl.
Das Interessante ist, man kann ihn eh nie gleichmäßig aufteilen, weil 11 eine Primzahl ist und das Spiel nicht bis 11 Spieler geht. Und dazu kommt noch, dass natürlich die Stücke auch alle unterschiedlich viel wert sind, könnte man jetzt sagen. Also Schokoladenkuchen bringt am Ende vielleicht mehr Punkte als ein anderer Kuchen. Und danach darf jeder andere Spieler seinen Teil sozusagen wählen. Das heißt, der aufteilt, bekommt das letzte Stück. Und das finde ich ist für Kinder schon mal eigentlich eine ganz gute, ja, Lehre, könnte man fast sagen, was man aus dem Spiel rausnehmen kann. Wie kann man eigentlich so fair etwas aufteilen? Oh, einer teilt, die anderen wählen. Nein, es ist. Nein, du hast absolut recht. Das ist das lexikografische Prinzip von John Rawls, Theorie der Gerechtigkeit. Also so könnte man spielerisch umsetzen. Das gefällt mir jetzt schon super. Es ist perfekt. Das Spiel danach ist nicht mehr wirklich kompliziert. Ich bekomme meine Kuchen und ich entscheide mich, möchte ich sie sofort essen, die Stücke? Dann geben sie mir Gleichpunkte, aber eventuell nicht so viele. Oder möchte ich welche aufheben, um am Ende sozusagen dann nochmal Punkte zu bekommen? Aber dann brauche ich die meisten Stücke von dieser Kuchensorte. Und ja, ein simples Spiel, was aber von dem Mechanismus wunderbar funktioniert, was man so als Idee her auch in anderen Spielen heutzutage häufig wiederfindet, wie zum Beispiel die Schlösser des König Ludwig im letzten Jahr, hat ebenfalls so einen Mechanismus, dass am Anfang aufgeteilt wird und danach wählt jeder. Aber hier in einer ganz simplen Form und für Kinder wunderbar spielbar. Ich habe auf meinem Platz 2 wieder ein Spiel mit Tieren, wie sollte es anders sein, und zwar mit Mäusen. Und es handelt sich um Burg Appenzell. Das Spiel ist auf verschiedenen Ebenen aufgebaut. Man hat so ein bisschen so einen verrückten Labyrinth-Mechanismus, falls euch das was sagt. Man hat erstmal die Spielschachtel, darauf ist eine Ebene mit Teilchen, die man verschieben kann. Also das sind verschiedene Reihen, die kann man sozusagen nach links und nach rechts verschieben. Und darauf sind Käsestücke abgebildet und es gibt aber auch Löcher. Und das Ziel ist, die Spieler sind Mäuse und sie müssen verschiedene Käse sozusagen sammeln, indem sie eben die Positionen ablaufen. Das Besondere dabei ist, dass das Spielbrett verdeckt ist von anderen Blättchen. Und man so dieses Blättchen, das sind in dem Fall Dachziegel, nur wegnehmen kann, wenn man seine Maus eben daneben stehen hat auf einem Feld. Das macht's halt, das ist halt das sozusagen dann die Herausforderung in dem Spiel, weil man diese Plättchen, die drunter sind, trotzdem verschieben kann und man dann halt nicht sieht, sozusagen, was sich da gerade verschiebt. Also es erfordert sehr viel Planung und man muss sich sehr viel merken. Aber es ist auch gleichzeitig sehr witzig, finde ich, umgesetzt. Und wenn eine Maus in so ein Loch fällt, ist sie auch nicht gleich tot, sondern verliert nur Leben. Also alles kein Weltuntergang. Und es hat halt, also auch für Kinder meine ich jetzt, wäre es schon schlimm, wenn dann die Maus gleich tot wäre. Und es fordert halt auch schon wieder dieses taktische Vorgehen, finde ich. Und es ist aber auch gleichzeitig dadurch für Erwachsene, finde ich, sehr gut geeignet. Und da ist aber auch ein bisschen der Haken an dem Spiel. Es braucht auch einen Erwachsenen, ja, der das Spiel aufbaut und wieder abbaut, weil das ist nicht mit den verschiedenen Ebenen nicht ganz trivial und da könnten die Kinder, glaube ich, schon mal dann die Geduld verlieren, aber für einen Erwachsenen ist es eigentlich problemlos. Aber der Erwachsene kann auch mitspielen, weil ich glaube, genau, so, es geht ja ein bisschen auf Memory, könnten wir fast sagen. Ich meine, ich habe erst sozusagen diese Auslage, dann ist sie verdeckt. Ja. Und ich meine, das sind Kinder allgemein häufig sogar besser als Erwachsene drin. Also ja, genau, aber es ist auch für Erwachsene eben interessant, was schon durchaus anspruchsvoll ist. Mhm. Kommen wir zu meinem Platz 2 und zu einem Spiel, das für Erwachsene furchtbar zu spielen ist. vielleicht, nein. Ich habe Gulo Gulo auf Platz 2. Gulo Gulo ist ein Geschicklichkeitsspiel und dieses Spiel zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, es ist ein Kinderspiel, vor allem, weil es so lustige Tiere enthält und einen coolen Namen hat. Bei diesem Spiel spielt der Dingusse, Vielfraße. spielt der Vielfraße ist der Plural. Vielfraße. Okay, wir lernen immer wieder was dazu. Bei diesem Spiel spielt der Vielfraße und ihr müsst Eier aus einem Nest in der Mitte stehlen
Und der Punkt ist, dieses Nest enthält wirklich Eier. Das sind so kleine Holzeier, die sind gut gemacht, aber sie sind klein. Das heißt, Erwachsene haben hier einen natürlichen Nachteil, mit großen Fingern diese kleinen Eier da herauszu bekommen. Ihr habt ein Spielbrett, das immer weiter mit Karten aufbaut und jede Karte enthält eine Farbe. Und ihr müsst dann das entsprechende Ei mit dieser Farbe aus dem Nest herausstehlen und in der Mitte des Nestes habt ihr einen Stab, der aufrecht steht und ihr müsst dann versuchen, diese Eier rauszunehmen, ohne dass dieser Stab umfällt. Denn bei wem dieser Stab umfällt, der muss dann wieder rückwärts gehen. Das heißt, ihr versucht möglichst die Eier gut rauszustehlen. Das ist halt ein Geschicklichkeitsspiel, ohne dass dieser Stab umfällt. Das ist ein tolles Spiel für Kinder, weil es sehr, sehr einfach ist. Es ist thematisch super gut umgesetzt. Es ist bunt, es enthält Tiere. Ihr bewegt euch vorwärts und ihr gewinnt praktisch immer gegen die Erwachsenen, denn die haben viel zu große Finger, um diese feinen Eier aus dieser Schachtel herauszubekommen. Es ist ein tolles Spiel. Ich glaube, das, was es echt gut macht, ist die Feinmotorik zu schulen. Deswegen mein verdienter Platz 2. Und das Tolle finde ich daran auch, dass es auch eben für Erwachsene durchaus Spaß macht, das zu spielen. Also wir haben das auch so schon zu dritt gespielt. Und dass eben dadurch, dass die Erwachsenen eben dickere Finger haben, den natürlichen Nachteil haben, das heißt, da die Kinder sogar eher dann vielleicht gewinnen, als jetzt bei was, wo es ums taktische Denken geht. Ich habe auf meinem Platz 1 auch ein Spiel mit Tieren, und zwar das gleiche, was Max gerade hatte, Gulu Gulu. Das Spiel mit den Vielfraßen, und wie wir alle wissen, mögen die gerne Eier. Ja, ich finde es tolles Geschicklichkeitsspiel für jung und alt. Und mehr sage ich dazu gar nicht. Legt es euch einfach zu für eure Kinder. Ja, dann übernehme ich gleich den ersten Platz. Der erste Platz bei mir, ich habe ihn gerade jetzt nicht vor mir, ist Looney Quest. Es ist eine Neuheit, ist in Nürnberg 2015 gerade erst erschienen auf Deutsch, wobei das Spiel selbst relativ sprachneutral ist. Das heißt, man hätte es auch schon letztes Jahr erwerben können aus dem Ausland. Und zwar geht es darum, dass man sozusagen, dieses Spiel simuliert ein Jump'n'Run-Computerspiel, könnte man sagen. Also, heutzutage wären es wahrscheinlich eher so kleine Flash-Games auf dem Handy. Es gibt immer festgelegte Levels. Das sind so quadratische Platten, die auf der Spielbox liegen. Und da gibt es Orte, die möchte man erreichen und Orte, die möchte man vermeiden. Also Gegner will man nicht reinlaufen und Sterne will man einsammeln. Und meistens muss man vom Anfang zum Ziel laufen, aber nicht immer. Und die Idee ist, jeder Spieler bekommt eine Folie vor sich, die gleichen Maße hat wie das zentrale Levelplättchen und einen abwaschbaren Stift. Und er zeichnet jetzt die Linie seines Charakters ein. Manchmal ist es eine Linie, manchmal muss man auch versuchen, was zu treffen, indem man was einkreist. Das kann von Level zu Level variieren. Ich glaube, in dem Spiel gibt es ungefähr 40 verschiedene Levels. Und danach wird sozusagen überprüft, dann werden die Folien genommen, dann werden auf die Levelplatten gelegt und es wird geschaut, wie viele Punkte haben die jeweiligen Spieler in den Levels erzielt. Ich kann noch einzelne Spezialorte ablaufen, da bekomme ich dann noch extra Fähigkeiten, extra Marker, womit ich meine Mitspieler in den späteren Levels behindern kann, dass ich zum Beispiel ihre Folien an manchen Stellen blockiere, wo sie nicht hinzeichnen dürfen. Und ich finde es ein sehr schönes Spiel. Ich weiß nicht, ob es auf lange Zeit auf meinem Platz 1 bleiben wird, aber gerade eben bin ich einfach sehr davon begeistert. Und ich denke, es kann schon die kleinsten Kinder können es eigentlich spielen. Es ist eine schöne, es fördert sozusagen diese Übertragung von zwei Orten, also dass ich sozusagen versuchen muss, mir das Ganze, was ich vor mir liegen habe, also diese Auslage, nochmal grafisch irgendwie vorzustellen auf einem leeren Blatt oder auf einer leeren Folie. Und ja, für mich aktuell zumindest mein Platz 1. Du hast eine Art Dungeon Crawl für Kinder gefunden. Ich bin begeistert. Interessanterweise hätte ich einen besseren Dungeon Crawl noch gehabt, der es aber nicht in die Top 5 geschafft hat, nämlich Fluch der Mumie. Oh. Wobei das schon fast ein bisschen zum Familienspiel geht, deswegen. Okay, fair enough. Das ist immer wieder toll, was du alles ausgetreibst. Okay, auf meinem Platz 1 ist ein Spiel, was ich auch nicht vor mir habe. Es heißt Tier auf Tier. Ich nenne es auch gerne Tier des Stapeln, denn darum geht es letztendlich bei diesem Tier. Ihr habt 28 unterschiedliche Tiere, jeder Spieler hat diese unterschiedlichen Tiere und ihr habt als Basistier ein großes grünes Krokodil und ihr würfelt dann und müsst schauen, welche Tiere und wie viele Tiere auf diesem Krokodil stapeln müsst. Lehrreich für Kinder, denn wer ist das hilfreichste Tier im Tierreich?
Das Krokodil. Ja, um andere Tiere darauf zu stapeln, ist das... Absolut. Ich meine, Krokodile sind für ihre Belastbarkeit bekannt. Und die Ruhe, die Gelassenheit. Und die Gelassenheit, nein. Aber es ist ein tolles Spiel, einfach dahingehend, weil es Kindern ähnlich wie bei Bären stark vermittelt, wie man sozusagen richtig Dinge aufeinander baut. Das ist eine sehr gute Hand-Augen-Koordinationstraining. Es ist ein tolles Spiel. Kinder lernen zu balancieren, versuchen die Tiere richtig aufeinander zu stapeln. Vor allen Dingen, es ist sehr, sehr einfach. Man muss, ich glaube, das Spiel ist ab 4 Jahren angegeben, aber es kann auch mit Kindern, die wesentlich jünger sind, gespielt werden, solange sie nicht versuchen, die Tiere zu essen oder zu verschlucken. Das wäre ungünstig. Aber diese Spiele, einfach dadurch, man braucht keinen, man muss nicht sprechen können, man muss keine Anleitungen lesen können, man muss nicht zählen können. Das ist einfach, ich habe diese Tiere und das sind alles Holztiere, das ist echt gut gemacht. Das ist auch aus dieser Haber-Spielreihe. Es ist echt gut gemacht, qualitativ hochwertig. Und ich versuche einfach, diese Tiere aufeinander zu stapeln. Das macht super viel Spaß und ich glaube, das ist genau das Richtige, um Kindern einen Zugang zu geben, um eben zu üben, wie kann ich mit meinen Händen diese Tiere da richtig hinbekommen. Ein tolles Spiel, deswegen bei mir verdient der Platz 1. Das war es soweit von uns. Das waren unsere Top 5 Kinderspiele. Wir hoffen, es hat euch was gebracht. Wir haben uns diese Liste auch deswegen ausgesucht, weil wir haben selber mal ein bisschen recherchiert im Internet. Und es gibt einen Haufen Seiten, die sehr schlechte Vorschläge haben. Ich glaube, wir haben, ich hoffe, wir haben einen zufriedenstellenden Vorschlag oder eine gute Auswahl für euch bereitgestellt. Wenn ihr andere Vorschläge habt für Kinderspiele, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr andere Vorschläge für Top 5 Listen habt, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Ihr wart hier bei Würfelbox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.